Tutorial. Oh yeah. So und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial. In diesem Tutorial behandeln wir heute mal Texture Packs von dem Spiel Rising World. Ja? Ihr seht jetzt hier schon meine gewisse Struktur, normalerweise gebe ich die nicht so auf, aber jetzt hier für dieses Tutorial mache ich mal eine Ausnahme. Texture Packs, ja, es gibt mittlerweile schon ein paar kleine Texture Packs, ich selber habe auch schon eins erstellt und das werde ich jetzt hier auch in Verbindung bringen und wie man das Ganze installiert. Dazu geht ihr in euren Steam-Ordner, meistens befindet er sich auf C bzw. bei manchen auf D. Ich habe ihn jetzt hier bei mir auf C, gehe hier dann auf den Steam-Ordner, wo haben wir ihn da? Und dort auf die Steam-Apps. In den Steam-Apps findet ihr dann eure gewissen Dateien, wie zum Beispiel Speicherdateien oder diverse andere Sachen, die dann dazugehören. Ja? Darunter dann auch den Common-Ordner, wo dann die einzelnen Spiele abgelegt sind mit ihren, ihren Dateien. Also das heißt, da ist das einzelne Spiel abgelegt. Genaueres kann man da bei Steam erfahren. Und da habt ihr dann den Ordner Rising World. Im Rising World Ordner habt ihr jetzt diese Struktur. Ja? Um hier ein Texture Pack zu installieren, müsst ihr einen Ordner erstellen. Diesen Ordner müsst ihr genau so benennen. Ja? Die Funktion ist schon enthalten. Texture Packs, wohlgemerkt die Mehrzahl. Ja? Wichtig ist am Anfang, der Buchstabe, der erste muss groß sein. Es muss also ein großes T sein. Ja? Und dann könnt ihr hier unter Texture Packs das runtergeladene Texture Pack rein einfügen. Ja? Ich habe jetzt hier auch mal was vorbereitet. Ich suche es gerade nur. Einmal beiseite schieben das Fenster. Nope. Wo habe ich es hinbewegt? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich es hinbewegt habe. Wenn da jetzt ein paar Sachen durch die Gegend fliegen, bitte nicht wundern. Ja, das ist jetzt gerade mal hier Vorführeffekt. Irgendwo hat das jetzt hingetan. Da hat das hingetan, Texture Pack. So, da habt ihr dann den Ordner, also ihr habt den Download beispielsweise hier, Texture Pack Minecraft. Ja, mein Texture Pack in dem Augenblick, ja. Wenn ihr die Datei runtergeladen habt auf unserer Seite, könnt ihr diese ZIP-Datei in den Ordner verschieben bzw. kopieren aus dem Download-Ordner. Dieser andere Ordner hier, wie gesagt, der ist erstmal noch nicht für euch von Interesse. Nachdem ihr das gemacht habt, könnte man meinen, ich starte jetzt das Spiel und alles ist super. Nein, leider nicht, so leid es mir tut. Euch fehlt noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Folgende. Ihr müsst eure Config-Properties bearbeiten, sei es mit einem Editor oder Notepad. Ja? Da seht ihr dann folgenden Inhalt. Audio Music Volume, Sound Volume, Custom Sound Pack, Custom Texture Pack. Hier müsst ihr dann das Texture Pack eintragen, wie ihr es benannt habt. Ja, man kann es jetzt per Eingabe per Hand machen. .zip. Ja. Oder aber ihr geht wieder auf den entsprechenden Ordner, geht hier rein, drückt auf dieser Datei F2, markiert alles mit Steuerung A, ja, kopieren. Könnt ihr irgendwo hinklicken, geht wieder hier rein in die Datei und fügt es ein. Okay, jetzt hat man es gerade mal nicht so toll gesehen, weil es natürlich noch da war. Und fügt es ein. Dann habt ihr genau die Dateibezeichnung, die ihr haben wollt. Ja? Speichert das Ganze und startet daraufhin Rising World. Und dann könnt ihr das Texture Pack entsprechend verwenden. Ich hoffe, mein Tutorial war für euch hilfreich und ihr konntet ein bisschen da was mitnehmen. Vielleicht auch wegen Soundpacks oder ähnlichen. Wie gesagt, das Minecraft Texture Pack dazu könnt ihr bei mir auf der Seite runterladen. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Let's Plays wieder. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.